Und willkommen zurück zum MotoGP 15. Heute mit einem weiteren kleinen Orakel zum Sachsen Grand Prix, der bald ansteht. Es sind nur noch wenige Tage. Wir haben jetzt hier Montagnacht momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, ich möchte es rechtzeitig hochladen, bevor ich dann selber mich auf zum Sachsen mache. Das wird dann Donnerstagmorgen sein. Da geht es dann erstmal schön in die Boxengasse. Und eigentlich möchte ich ja lieber das Orakel. Ja, so Samstagabends nach dem Qualifying eher hochladen, damit ich da ein bisschen mehr Eindrücke habe von den Fahrern, eventuell den Favoriten und einfach ein bisschen mehr was dazu erzählen kann, auch zum Qualifying. Aber das geht diesmal nicht, sondern ja, wir fahren einfach mal so ein Rennen auf dem Sachsenring. Wir fahren 7 Runden, das sind 25%. KI haben wir mal auf schwer und das Wetter lasse ich auch mal, ich sag mal, dynamisch, wolkenlos. Es ist ja eine Affenhitze momentan. Und ich hoffe mal, dass es nicht ganz so krass am Wochenende ist, aber wolkenlos wird es, denke ich mal, schon sein. Und ja, wir fahren das Ganze hier mit Dani Pedrosa, mit der Repsol Honda, weil ich denke, dass Pedrosa so langsam, er hatte ja am Anfang der Saison die Operation und so langsam macht er ja wieder vorne mit, den Assen nicht ganz so stark unterwegs, da war er in dem Pulk unterwegs, in dieser relativ großen Gruppe, muss man sagen. Aber ja, Pedrosa in Sachsen, das passt so ein bisschen zusammen. Der war da eigentlich immer ganz gut drauf. Letztes Jahr weiß ich nicht mehr genau, was abging. Vor 2 Jahren war ich ja das letzte Mal beim Sachsenring. Da hat er ja im Warm-up was, glaube ich, diesen Sturz gehabt und hat sich da auch irgendwie was getan. Das war ja auch da mit Lorenzo und seinem Arm, dass die da nicht fahren konnten. Aber ja, ich bin diesmal ein bisschen positiv, was Pedrosa angeht. Mal gucken, ob da irgendwie Top 3 vielleicht drin sind. Für den anderen Fahrer, ja, Marquez, Rossi, Lorenzo sind, denke ich mal, die da vorne mitspielen werden. Die Ducatis sind, ja, das ist eine kleine Strecke. Ich glaube nicht, dass die Ducatis da, die haben ja schon im Assen ihre Probleme gehabt. Die ja auch eher klein und verwinkelt ist. Wenn man hier nebenbei ein bisschen konzentrieren. Starten von der letzten Position. Und ja, das wird dann auch wieder so ein Mittelfeld für die Ducati sein. Ähnlich wie Assen. Suzuki, mal gucken, sind ja eigentlich auch bei so kleineren Strecken stark unterwegs gewesen. Jetzt gerade Aleix Espargaro hat ja im Qualifying da immer so ein bisschen die Großen geärgert. Wie es hier mit Maverick Vinales, den wir gerade haben, aussieht. Na, muss man schauen. Die Tech 3 sind ja auch auf demselben Level so, die das Mittelfeld anführen. Oh, hier geht's. Oh, Airtime auf dem Sachsenring. Und hier die Schikane soll ja auch umgebaut werden, soweit ich das gelesen habe auf Facebook. Inwiefern das offiziell ist oder das wirklich gemacht ist, davon lasse ich mich dann selber überzeugen. Ich werde es dann sehen. Aber jetzt erstmal hier gucken, wir sind eigentlich ganz gut hier durch das Feld gekommen, sind der Siebter, vorbei an Iannone und Smith. Fünfter jetzt. Lorenzo ist auf der 1, haben wir gerade gesehen, und da werden wir einkassiert, wir waren viel zu früh auf der Bremse, hoi. Die beiden Monsters, die beiden Tech 3s, Iannone und Aleix wieder vorbei. Und ja, sonst bleiben ja dann nicht mehr viele übrig. Wir haben die beiden Yamahas, die beiden Repsol Hondas. Und ja, je nachdem, also Marquez hat ja im letzten Rennen eigentlich wieder alles gegeben. Ist mal nicht gestürzt. Den kann ich aber momentan nicht so wirklich gut einschätzen, muss ich sagen. Weil er ja unzufrieden mit der Maschine ist. Mal gucken, inwiefern das Auswirkungen dann hat. Ich muss halt gucken, wie laufen die Trainings, wie läuft das Qualifying, was gibt es da für Überraschungen. Aber um das jetzt mal so, um jetzt mal so meinen Tipp abzugeben, würde ich schon sagen, dass hier unser Pedrosa, dass der mal in die Top 3 fahren könnte, müsste drin sein, schätze ich einfach mal so. Hier haben wir noch einen Dovizioso auf der 4. Wieder schlecht rausgekommen. Hinten ein bisschen Luft.
Ja, bleiben dann nur drei übrig, die beiden Yamahas und Marquez. Ja, ist schwer zu sagen, wie Rossi drauf ist. Er war ja im letzten oder in den letzten beiden Rennen nicht so wirklich stark auf dem Sachsen unterwegs. Deswegen, ja, aber auch Lorenzo kann ich schwer einschätzen. Wobei ich aber Lorenzo, denke ich mal, ja, der wird, denke ich mal, vom Rossi. Oh, Vorsicht. Oh, wir haben den Marquez rausgekegelt. Oh, Orakel ist kaputt. Okay, Marquez ist draußen. Nein, aber wir fahren ja auch kompletten Müll gerade. Nein. Okay, Dovizioso ist hinter uns. Wir sind auf der 3. Vorne die beiden Yamahas. Ja, also ich sehe da schon Lorenzo vor Rossi, was der Team intern angeht. Marquez wird dahinter ein bisschen mit. Nein, 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 nein. Wir sind auf Rossi gecrashed. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das werden wir durchgereicht. Und wir sind hinter Marquez. Also, das ist wohl Strafe genug. Ja, dann hat uns auch schon dann begrüßt. Und wir haben eine Strafe bekommen von einem Zehntel. Mal gucken, ob er uns jetzt rauskicken will. Wird alles normal hier. Oh, nehmen wir das Suzuki. Nehmen wir Bradley Smith, der ja auch in letzter Zeit so ein bisschen aus sich herauskommt. Der, ja, ich will die immer noch Rookie nennen, aber er ist ja jetzt schon eine Weile dabei. Eine kleine Weile. Oh, die Honda, die ist giftig, die will hier mit dem Hinterrad raus. Jetzt haben wir uns aber erstmal so ein bisschen befreit. Fünfter wieder. So, da vorne haben wir die beiden Ducatis, müssten das sein, oder? Dovizioso? Oder ist das da noch eine. Na ja, nun ist das da noch. Also. Die beiden Ducatis so in Anführungszeichen. Eigentlich ja Dovizioso sollte da so das Rennen machen, das teaminterne Duell, aber Iannone mischt da auch ganz gut mit. Dovizioso jetzt mit zwei Stürzen in der letzten Zeit gehabt. Und da hat Iannone halt die guten Punkte geholt. Auch da darf man gespannt sein. Davon haben wir die beiden Yamahas. Und das wird, denke ich mal, auch ein Ding für die Weltmeisterschaft. Marquez ist draußen. Es wird Rossi oder Lorenzo machen. Und wer es machen wird, darüber wird die, ja, Psyche entscheiden. Kann Lorenzo sein Uhrwerk, wie oft kann er das noch rausholen? Kann er seine Siege fahren, die er schon so toll jetzt gemacht hat, da die letzten drei, vier Rennen. Okay, ein Assen war einfach nicht mehr drin. Aber auch da hatte ich, oder hat er wichtige Punkte geholt, einen dritten Platz geholt. Mehr war einfach nicht drin. Und ich denke, darüber kann man dann, wenn man die gesamte Statistik dann sich anguckt, zufrieden mit sein. Und wir sind hier wieder dran. Wir sind hier wieder dran. Pedrosa kommt hier gut, aber wir sind wieder. Mann, Mann, Mann. Hat aber diesmal keine Strafzeit gekostet. Immer noch ein Zehntel. Sind aber jetzt auf der 1. Was haben wir denn hier? 6 von 8 Runden. Na, sind doch 8. Ich hatte auf 7 getippt, aber dadurch, dass es eine kleine Strecke ist, klar wird eine Runde noch draufgesetzt. Geht dann nach Prozenten. Ich habe ja nicht die Rundenzahl direkt eingestellt, sondern 25%. Oh, hier will er raus, hier will er rein. Muss ich echt aufpassen mit dem Beschleunigen. Und jetzt haben wir die Chance wegzufahren. Dürfen keine Fehler machen. Hier mit Vollspeed.
War es dann leider doch nicht. Ein bisschen musste ich wegnehmen, sonst wäre ich halt über die Curbs geschossen. Hier auch rausgekommen. Kurzen Blick nach hinten. Ja, wir können wegfahren. Jetzt hier mal einigermaßen gut gekommen durch die Kurve. Zwei Runden haben wir jetzt noch. Das sieht doch alles ganz gut eigentlich für einen Repsol Honda Sieg aus. Allerdings noch nicht den für Marquez in diesem Fall. Oh, 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 oh. Ja, sowas sollte nicht passieren. Sind wir noch schön durch diese Abflusssteine da drüber gefahren. Gucken, 1,6 Sekunden vor Lorenzo. Da auch wieder ein bisschen abgekürzt. Na, Konzentration lässt gerade ein bisschen nach. Immer mal ein Blick auf die Strafzeit oben, ob die sich mit diesen Fehlern ausbauen tut. Aber das macht sie nicht. Und den Zehntel, den haben wir auf jeden Fall. Wenn der dann drauf gerechnet wird. So, für die letzte Runde nochmal ein Blick nach hinten. Da ist nichts. Absolut nichts. Und gerade ja auch diese Höhenunterschiede, muss man sagen, hier diesen Abflug in diese erste Kurve hier runter, den sieht man gar nicht so wirklich aus dem TV oder selbst wenn man auf der T2-Tribüne sitzt, auf der wir sitzen werden oder schon immer sitzen, dann muss man hier links beim Omega die Tribüne, da kann man wunderbar auf die erste Kurve gucken und da sieht man erstmal, wie steil das da einfach runter geht. Das ist ziemlich krass. Auch hier jetzt wieder den ganzen Linksknick hier geht es wieder runter. Und dann fährt man hier wieder links hoch. Und dann die schnelle Rechtspassage wieder runter. So, was sagt der Abstand? Sollte jetzt schon ein paar Sekunden betragen. Oder wird er schon gar nicht mehr angezeigt? Hier nochmal, ja, relativ innen, vorsichtig beim Rausbeschleunigen, nochmal auf Nummer sicher gegangen, Blick zurück und ja, den Weedy haben wir uns gedacht. Oh ja. Und ja, ist ein ganz klarer Sieg, eine Repsol Honda ganz klar dominiert hier mit 9 Sekunden sogar. Dani Pedrosa, ob es in echt dann auch so sein wird, in 3, 4, 5 Tagen ist glaube ich Sonntagsrennen. Schauen wir einfach mal, wo ist denn der Marquez, der ist auf der 6 geblieben, bei den Ducatis davor. Dovizioso hat nochmal das Rennen hier vor Iannone gemacht. Waren auch hier nur 2, 3 Zehntel. Und ja, Lorenzo Ferrosi, was da teamintern abgeht. Also um es einfach mal so vorherzusagen, ich denke mal gewinnen wird Lorenzo oder Marquez. Wobei ich dann eher auf Lorenzo tippe. Rossi wird dann noch ein bisschen mitspielen und Pedrosa, schätze ich mal, oder erhoffe ich erstmal, dass er da in die Top 3 mal fährt. Und dann, was dahinter kommen wird, müssen wir einfach mal gucken, wie stark die Ducatis auf der kleinen Strecke sind, die Tech 3 Yamahas und die Suzukis, die gibt es ja auch noch, da war der kleine Airborne. Müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Überraschung. Stefan Bradl wird ja nicht fahren, wurde ja bekannt gegeben. Und Karel Abraham wird ja durch Aoyama ersetzt. Ist aber jetzt nichts, was da unbedingt vorne beeinträchtigt wird. Cal Crutchlow, den sehe ich ja auch nochmal gerade. Der könnte da vielleicht auch nochmal so ein bisschen mitmischen, was Top 5 angeht. Den würde ich das zutrauen. Mal schauen, ist aber relativ... hat ein relatives Sturzrisiko in letzter Zeit über die Renndistanz. Schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, Marquez oder Lorenzo machen das Ding, dann ja Rossi gegen Pedrosa
um den letzten Podiumsplatz. Und dann haben wir ja viel im Mittelfeld. Und gut, ja, das war mein Orakel zum Sachsen Grand Prix 2015. Ist es auch hier nur die MotoGP-Klasse? Das kann man ja auch nochmal erwähnen, weil ich ja, oder weil es ja auch die anderen Klassen hier gibt, Moto3 und Moto2. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt oder wer mich verfolgt, der wird wissen, dass Moto3 nicht unbedingt zu meinen Favoriten gehört. Und Moto2 gucke ich mir zwar relativ gerne an, weil es auch doch recht spannend ist, aber ja, zu 99% ist es dann die MotoGP, die mich mitreißt und das möchte ich ja auch teilhaben. Okay, gut, ja, sind wir durch. Und wir sehen uns dann wieder nach dem Sachsen, würde ich sagen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge MotoGP 15.